Oh nein, es ist tatsächlich passiert. Sorry hier. Ich habe die Aufnahme nicht gedrückt. Ihr habt nicht gesehen, wie ich den Kurs eingefahren habe. Scheiße. Nun gut, wir machen das bestimmt im anderen Let's Play nochmal und dann bitte ich euch halt dorthin zu schauen. So. Also ich habe den Kurs eingefahren für das Silo. Den muss ich jetzt hier nochmal hinzufügen. Dann gibt es irgendwo ein Bildchen, wo ich mir das angucken kann. Hier. Okay, das sieht doch eigentlich ganz vernünftig aus. Dann würde ich sagen... Immer nicht am nächsten können wir fangen, am ersten. Das habe ich nämlich auch gelernt. So, mach das mal weg. So, ich bin echt mal gespannt, ob das jetzt funktioniert, was wir hier gemacht haben. Ich würde mich freuen, wie ein zwei Flitzpiepen würde ich mich freuen. Okay, ein bisschen rückwärts gefahren. Aha, aha, aha. Wo will er denn hin? Er müsste doch eigentlich jetzt auf die... überspringen, dann müsst du doch jetzt eigentlich auf die Bahn hier. Weiß er, wo er hin will? Okay. Nee, er sucht, glaube ich, noch den Weg. Ah. Gut, das ist eine verdammt komplizierte Art und Weise, das so zu fahren, aber wenn es hilft. Wahrscheinlich, weil da so viele... Okay. Alles klar. Kann man machen. Kann man machen. Jo, ich bring mal den Fiat heim. Nein, ich will da jetzt mal zugucken. Ich will gucken, ob der das hier richtig macht. So, bei den Bahnen dürfte es deutlich leichter gehen. Das ist ja jetzt nur mit den Bäumen oder so, wo das Gefrickel ein bisschen ist.
Ja, schön fährt er hier. Gut, wird er jetzt dann voll auf der Bahn? Nee, ich glaube noch nicht ganz. Ein bisschen braucht er noch. Und ob das mit dem Abladen funktioniert, ich bin echt mal gespannt. Der Fiat ist auf jeden Fall schon mal nicht im Weg, das ist schon mal gut. Ja, wenn das dann funktioniert, dann können wir den Kurs ja dann so komplett, glaube ich, auch abspeichern, oder? So, gleich ist er voll. Yay! So, jetzt bin ich mal schnell. Er hat nicht ganz voll gemacht. So. Das sieht ja schon mal echt gut aus. Welche Einstellungen hat er da drin? Huiuiui. Ja gut. Lädt jetzt hier alles auf einer Stelle auf. Ist jetzt nicht so wild. Kriegen wir bestimmt hin. So, da die Lücke ist natürlich blöd, aber es funktioniert. Ja, geil. Ich bin ja schon ein bisschen stolz auf mich, ne? Wenn wir uns zurückerinnern auf der Hauptfach. Gut, da hatte ich halt das Problem, oder da waren halt die Felder ein bisschen, da konnte Cosplays-Kunde mit den Feldern da nicht so gut arbeiten, aber ein bisschen mehr hätte ich schon hinkriegen können, außer die Fahrzeuge hin und her zu bewegen. Und nun haben wir hier einen kompletten Kurs. Zum Silage, also Gas-Silage fahren, das war ja nicht verkehrt. Bin mal gespannt, ob er dann wieder zu der Stelle hinfährt, wo er aufgehört hat. Ja, geil. Okay, dann dann brauche ich hier die Schaufel. Wir müssen das nämlich ein bisschen verteilen. Ja, sau cool, ey.
Hallo? Ah, da ist das blöde Loch schon wieder, oder? Ja gut, aber das kriege ich dann schon hin in der Zwischenzeit, glaube ich, mit dem Verteilen. Außer natürlich, ich stelle mich jetzt so an wie gerade eben. So. Okay. Der ist hier noch beschäftigt, dann kann ich schon mal den 4 heimbringen. Ich hoffe, der sehe ich das irgendwo bei mir im Hart? Nee, sehe ich nicht. So. Ah, ich habe das Hallenpaket vom Tobi noch nicht. Vom Lunchbox. Der hat ja an den Hallen gearbeitet, aber ich habe die Aktualisierung zum Download-Link noch nicht gesehen. Da muss ich mal gucken. Das muss man auf jeden Fall hier noch drauf machen, bevor wir den Hof bauen. Beziehungsweise da könnte ich einfach mal. Also das könnte man eigentlich zusammen machen. Dann hauen wir einfach mal einen neuen Spielstand da ein, machen da ein bisschen Fettkohle drauf. Und dann gucken wir uns einfach mal das ganze Zeug an, was es da gibt. So eine Idee. Dann nehmen wir. Ach, dann nehme ich gleich so einen Spielstand von der Belgique, weil da kennt man ja eh diese Umrandung. Oh. Die Umrandung gehört mir ja dann. Und die verkaufe ich dann, habe ich genügend Geld, um mir die ganzen Hallen zu kaufen. Ja, der wenn da mal ein bisschen langsamer fahren würde, wäre es leichter für ihn. So, das schaue ich mal, wann wir das machen. Muss mal gucken, inwieweit das Update schon fertig ist. Weil, wenn er keine großen Fehler gefunden hat, dann lädt er das ja mal relativ schnell hoch. Außer es hat gestern noch Schwierigkeiten gegeben. Ich habe nicht den ganzen Stream von ihm gesehen.
Was ist denn da los? Aha, er kommt nicht mehr vom Fleck. Fahr halt noch ein Stück vorwärts, was ist denn da los? Nutzlos, wieso geht jetzt das Crossplay nicht mehr? Junge Dame, hallo, fahren. Da ist ja nichts mehr drin, warum fährt er nicht? Achso. Was ist denn nun los? Der Fiat, der Beidal K. Was ist denn der Beidal K schon wieder? Das ist der Staubmann, der Beidal. Ach, das ist der Düngesteuer, ne? Mensch! So, ab jetzt. Ach, komm. Ach, jetzt hat es abgeladen. So, okay. Keine Ahnung, was das für ein Bug war. Er war aber sehr merkwürdig. Ja, unser ganzes Silo hier ist merkwürdig, ich weiß. So, jetzt können wir mal ein bisschen...
So, wieder ein bisschen runter die Schaufel. So. No. Also, geht doch. Ja, schön. Zusammenbanschen ist kein Lump da. Sorry, ich bin voll vertieft hier jetzt. Bring kein Wort mehr raus hier vor lauter Rumwursteln. Hier, der Manitou ist jetzt auch nicht unbedingt das perfekte Werkzeug, um hier sowas zu machen, weil er einfach zu wenig Bodenfreiheiten hat, ne? Freiheit. Also da ist ein großer Schlepper mit großen Reifen natürlich wesentlich besser dafür geeignet. Aber na gut. So. Hier ein bisschen verteilen. Damit wir schön fahren können. So, der müsste jetzt gleich wieder kommen, oder? Hier der Kollege. Der Vorteil ist auch mit dem Verdichten, das geht halt jetzt gut schnell, ne? Weil es ist ja eigentlich immer verdichtet. So. Dann schauen wir mal, wo er bleibt. Ah, ja, guck an. Voll ist er schon wieder. Ja, herrlich hier, wie das funktioniert. So. Okay. Dann kann ich mal gucken. Ich wollte ja, oder ich glaube, ich bin ein bisschen dazu gezwungen, ein wenig Missionen zu machen. Hülle oder Mist? Das Gerät muss mit Pflanzenschutzmittel befüllt sein. Ah ja. Ja, dann hier machen wir mal so. So, der kommt ja gleich angefahren. Oh ja, schau her.
Und wir sind auch schon wieder ziemlich am Ende unserer Zeit, sehe ich gerade. Das ist ja unglaublich. Er kommt hier mal mit einem Karacho hier angebörtert. Fährt er voll am Silo vorbei. Menschenskinder, ey. Hey, cool. Oh. Warte mal. So. Genau, hier nicht mal gleich zu weit vorfahren, sondern Stück für Stück. Aha, guck dir das an. Jawohl, hier. Ich werde noch irgendwann hier zum Silage-Profi, wenn das so weitergeht. Es hätte man vor kurzem auch noch nicht von mir erwartet. Silage habe ich ja eigentlich immer voll wenig gemacht. Ihr kennt das ja. So, guck an hier, sind wir ja schon wieder fertig, da können wir jetzt den Fiat hochfahren. So, also. Oh, wir sind halt schon wieder am Ende von der Zeit angelangt. Fix, wo muss ich denn überhaupt hin? Feld 10, was ist denn das für eins? Okay. So, genau, wir machen mal die Karte so, weil dann sehe ich, wenn der Kollege Schnürschuh hier am Anflug ist, kann ich wieder switchen, beziehungsweise, ja, ich würde sagen, wenn ich oben bin, dann machen wir einen Schnitt. Und jo, dann geht's in der nächsten Folge weiter hier mit Düngemission und Silage machen. Und dann wird vermutlich ja relativ zügig unser Getreide noch reif werden. Vielleicht kriegen wir das ja doch noch hin mit der. Ach so, warte mal, ich kann jetzt den. Ich weiß jetzt nicht, ob ich.
das Silber halt schon zudecken soll, weil wenn ich das Grundstück kaufe, ne, dann kann ich ja auch nochmal mähen. Und wenn ich jetzt zudecke, dann kann ich mit dem Gras nichts machen. Außer ich lasse es liegen. Und mähe dann nochmal drüber und schwarz dann. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Weil Heu und so kann man ja eh noch nicht machen. Ja, ich würde das Video erstmal noch ein bisschen offen lassen. Wir haben ja da keine große Eile eigentlich. Und genau, dann wenn wir das Feld kaufen können, also das Grundstück da hinten, dann schmeißt man das noch mit oben drauf. Könnten jetzt eigentlich auch. Naja, aber ich weiß nicht, ob sich das rentiert. So Feld ist so ein Feld, aber abarbeiten mit unseren Gerätschaften, wenn wir das komplett über Cosplay machen lassen. Weil der Stundensatz ist ja doch relativ teuer, ne? Oh, der ist da. Uiuiui. Achso, komm, wir fahren. Wir fahren schnell durch. Ist da jemand hinter mir? Nö. Da drüben ist der Acker. So, er fährt jetzt raus. Ich finde es so geil, dass es funktioniert. Ach Gott. Ich freue mich. Wenn man ein wenig schneller einen Schlepper wäre, das natürlich ein wenig einfacher. Aber Leute, wir sind ja schon gleich da. Ja, ich weiß, wir fahren schon die ganze Zeit am Feld dann vorbei, aber kann halt nicht über die Schienen drüber fahren. So. Hier schnell rein. So, liebe Leute, groß und klein, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.